the fuck? Da freut sich Pano. So, so schadenfroh, Kapi. Das kannst du nicht vorstellen. Wieso zum Teufel habe ich so einen Scheiß gemacht jetzt hier? Ich habe das ja nicht verstanden mit diesen Saison-Dings. Ich bin Saison-Ziel, habe ich gestartet und dann konnte ich nicht nochmal fahren. Dann hat er mal gesagt, möchtest du denn wirklich den ganzen Saisonfortschritt abbrechen? Da habe ich gesagt, nö, dann bin ich zum normalen Rennen hingegangen. Da war das aber auch so. Ich konnte halt keinen Rennen mehr fahren anscheinend. Rechts abbiegen. Lieber vom Stein bremsen lassen. Und wann zum Teufel steige ich denn aus und habe die Gelegenheit für ein Emote? Was ist das, ein MMO hier oder was? Bin ich erschreckt. In 400 Metern links abbiegen. Nee. Links abbiegen. Habe ich gemacht. Oh, ich habe kein Auto für das. Geld ausgeben? Letztes Mal, als ich Geld für ein Event ausgegeben habe, bin ich Letzter geworden. Also ich würde sagen, auf Anhieb... Eigentlich wollte ich, dachte ich, den Honda, aber den Ford, der Focus RS ist zu krass einfach. Also ich würde Focus nehmen. Was kostet der? Ich würde auch eh nichts kaufen. Was kostet das Ding? Achso, ich muss gar nicht kaufen, oder? Doch. 59k. Civic Honda, ja, aber... super Auto, aber... hat jetzt hier... nur Hinterachse. Ich glaube, ich hätte mehr Power mit dem anderen. Zum Rausbeschleunigen vielleicht nicht, aber... ich fühle halt Allrad mehr. Warte, Beschleunigung 6,6. Wieso ist die Beschleunigung 4,6? 5,8. Also ist der bis jetzt besser. Geschwindigkeit 6,7, Handling 6,7. Starten 4,5,3. Also der ist bis jetzt von den ganzen Stats das Beste. Rein da. Nee, ich baue mir selbst ins Ending. Irgendwas Doofes halt hier. Oh Gott. Ich weiß ja nicht.
Ich weiß ja nicht. So matt ist schon geil. Aber dann so komplett. Das ist halt auch krass. So, das passt halt zu Mercedes. Oder das? Ich finde das matte, glaube ich. Das ist. Taugt mir, glaube ich, am besten. Am meisten. Das hier. Aber ist doch nicht so geil. Dann. Warte. Doch. Dann das. Das ist dann doch besser, ne? Scheiße. Dann doch das. Passt dann doch besser. Ja, aber. Jetzt einfach so fahren, ohne vorher zu wissen, was der kann. Kann auch nicht mit dem in die Kurve rein soll. Das kommt mir überhaupt nicht. Ach du Scheiße. Also bei den Daten sah der am besten aus von den drei Autos. Aber das letzte Meisterschaft, die ich gefahren bin hier, und dieses Ding da, hat es nicht sofort. Ach so, ich muss diese Meisterschaft am Stück fahren, jetzt verstehe ich das. Oder kann das sein, ich muss ein Rennen nach dem anderen fahren? Und nur das, was damit zu tun hat. Anscheinend. Darf kein Rennen dazwischen sein. Kann sein, weiß nicht, ob es nur geraten gerade. Als ich in so ein Meisterschaft-Dings da gefahren bin, so ein Seasonal-Dings da 5 Tage, hatte mir bei jedem anderen Rennen gesagt, hey, Meisterschaft wird abgebrochen, zu sicher. Alle Fortschritte gehen verloren. Schüler die Meisterschaft mit Regen hier. Nasser, glatter Fahrbahn. Also juckt. Irgendwie habe ich einen Ohrwurm. Keine Chance. Immer wild diese Rennen hier, diese orangen Ränder. Neues Auto. Erstmal einfahren. Neue Strecken. Und noch eine Runde täte mir gut, um das Ganze ein bisschen zu üben hier. Kann man das neu starten? Wenn ich jetzt so fahre wie die letzte Runde, die paar Kurven, habe ich gut aufgeholt. Wie der Honda rausbeschleunigt. Der
Stand Beschleunigung 5,8 bei mir. Ich habe 6,5 oder so. Der beschleunigt einfach viel mehr als ich. Frech. Weg da. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ja, das, also... Krass. Wenn ich jetzt doch voll gebremst hätte, hätte ich nicht auch aufgeholt? Oder wie ist das? Was ist denn die Kurve, wo ich immer so rausfliege? Die da? Ne, die ist ja nicht so schlimm. Ach doch, die ist auch nicht ohne. Into the burning ring of fire. Kurve jetzt? Schon mal gebremst hier. Sieht wild aus. Jetzt kommt sie wieder. Schweinerei, sag ich euch. Oh nein. Gegen die Ding bouncen ist halt immer Katastrophe. Wird halt immer Ende. Wie nah die kommen. Geschafft. Sieht doch nice aus. Bisschen demoliert, aber das ist die Kollateralschaden und so, ne? Das ist Showbusiness hier, Dingsbums. Punkte. So, jetzt muss ich, glaube ich, die anderen fahren, gell? Ich muss die, glaube ich, fahren. Was mache ich jetzt? Geht aber nicht, dass ich die gefahren bin, oder? Ich mache einfach da weiter, oder wie? Ich verstehe diese ganzen Dinger nicht. Hola, mi amiga. Ab in die Werkstatt. Ein alter Mechaniker sagte mir, wo wir ein Stück mexikanischer Renn- und amerikanischer Sportwagengeschichte suchen können. Dann geht's nicht direkt weiter. So muss man erst raus. Ist das denn? Was ist denn das? Möchtest du den Dorfmeister wirklich abbrechen? Dein gesamter Fortschritt geht verloren. Ich will nicht den Meister abbrechen. Zur normalen Veranstaltung wechseln. Wie jetzt? Hm.
Verstehe ich nicht ganz. Wenn ich jetzt hier reingehe, zum Anfang schon wechsle, sagt er auch Meisterschaft abbrechen. Gehen wir mal dahin. Also grafisch ist schon schön, da ist echt, finde ich echt gut gemacht hier. Endlich mal haben die Konsolen eine gute Grafik hier. Zeit wird's. So, mal schauen. Aber wenn ich jetzt herkomme, wenn ich hier weitermache, ob das jetzt noch weitergeht. Ziel erreicht. Hier, Veranstaltung fortsetzen, dachte ich mir. Aber mit dem bin ich aber scheiße gefahren. Schau mal kurz, was die anderen machen. Achso, nee, das war der jetzige. Okay, das war richtig. Doch, fast schon ist der jetzige. Ich hatte vorher mir einen anderen gekauft. Ach, das war diesen, das ist eine alten Autostore mit dem. Ich weiß nicht mehr. Aber fahren. Wenn ich auf Strecke bin, fühle mich wohl. Zum Glück gibt es ja keine so Oval-Sachen. Da bin ich kein Fan von. Bisschen okay, aber nicht so wirklich. Bisschen kann man das machen. Sind denn alle Strecken von dieser Veranstaltung immer nass? Schreib doch in den Gang runter. Wie beschleunigt der denn jetzt? Ich muss doch da bremsen. Moin. Smog. Es geht. Wow. Du hast noch das Auto gewöhnt. Zweites denn mit dem Auto hier. Oh Gott, ja. Na klar. Easy. Gut überholt hier. Frech. Habe ich erst gecheckt, wie es mit der Meisterschaft funktioniert. Das wird wild hier noch. Das schaffe ich nicht mehr. Glaube ich. Boah, wieso? Was ist denn? Was mache ich denn jetzt? Wieso komme ich denn so krass raus? Oh, schon wieder so.
Okay, machen wir nochmal. Zu sehr ans andere Auto gewöhnt hier. Wie hieß das? Was habe ich da, bin ich da gefahren? Diese Corvette. Die war krass. Er ist extra für die Veranstaltung das Auto gekauft hier. Keine Ahnung, ob das gut ist für die Veranstaltung, aber hatte nur 3 zur Auswahl. Die wird so ein bisschen rausdrehen, das ist heftig. Ich versauere die Schlüsselkurve. Und da holen sie immer auf. Auch hier. Ich bin jetzt eine Stunde mit dem anderen Auto gefahren, jetzt muss ich anders fahren. Aber ich muss jetzt die Meisterschaft zu Ende fahren, wa? Ich darf halt nicht bremsen, oder? Ich bremse halt einfach. Ich mag keine Ideallinie. Also keine Ideallinie, kein Zurückspulen, das gefällt mir irgendwie nicht. Das finde ich irgendwie, weiß nicht, so cheaten oder so, keine Ahnung. Natürlich habe ich so schwere und manche Rennen muss ich öfters fahren, aber egal. Wird schon. Also die Perspektive spiele ich, weil ich ein bisschen noch Authentizität haben will beim Spiel. Also ein bisschen, es ist volles Arcade-Spiel, aber ein bisschen noch so Racing-Feeling, weißt du? Ich bin eigentlich mehr so der Simulationsfahrer mit Lenkrad und Pedalen. Kann ich aber nicht wegen meiner Fußverletzung. Darum im Bett liegen und mit Controller irgendwie ein bisschen Race-Feeling kriegen. Was halt nicht so einfach ist. Also ich mag das so. Ich weiß, viele spielen Third Person und das ist vielleicht auch die bessere Wahl und man hat auch mehr Übersicht und Überblick. Aber ich mag das nicht so. Das sieht jetzt zwar erbärmlich aus, was ich jetzt mache mit dem Auto, aber ich bin jetzt, habe das eben gekauft und fahre jetzt das zweite Rennen mit dem. Wir haben aber die letzte Stunde fast jedes Rennen gewonnen. Natürlich muss ich die Strecken öfters fahren und auch mir ein bisschen merken oder so, aber egal. Ich mag das so. Aber ehrlich gesagt habe ich auf diese Veranstaltung nicht so viel Bock. Ich mache lieber mit meinem normalen Auto weg. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ist mir schon klar, dass du das nicht gemeint hast. Ich möchte normale Rennen hier fahren. Die sind geil. Muss ich jetzt bis da... LOL, muss ich jetzt bis da hochfahren oder was? Ach du Scheiße, Alter. Ey, ich fahre stundenlang irgendwo zum Rennen, fahre 10 Minuten Rennen und dann... Das kannst du nicht vorstellen. Das ist vielleicht das große. Das hier ist neu. Oh, jetzt muss ich da. Krass. Warte, ich bin das Auto so mal gefahren, die letzten 2 Stunden. Hat mir nicht. Ich habe viele probiert.
Also mit dem Ford Bronco ist es schon entspannt, da kann man schon gut fahren, da sind die Gegner nicht so schwer. Das hat war okay, aber irgendwo wurde es langweilig. Mit Ford Escort war es auch okay, manche Strecken sind aber auch schwer, nachdem wie die Gegner sind. Dann habe ich den, was habe ich denn dann? Den Camaro, wo ist denn der? Der ist auch geil. Bin ich auch gut gefahren mit dem. Aber seitdem ich den hier entdeckt habe, Corvette Stingray Coupé, boah. Also, gigantisch. Fährt gut. In 100 Metern scharf rechts abbiegen. Vorhin hat ein Viewer erzählt, dass man irgendwie so schnell reisen kann. Da braucht man erst ein Haus. Links abbiegen. Muss man da ein bestimmtes Haus haben? Er meinte irgendwie auf der linken Seite. Ist er da geplant worden zufällig? Und jetzt 11 Kilometer dahin fahren ist schon geil. Ah ja. Scheiße, ich wollte direkt dahin. Wir machen Third Person hier. Lol. Okay. Ja. Ich schaff's oft, querfeld einzufahren irgendwie. Dass es kürzer ist, aber. Das war jetzt ein bisschen. Das war jetzt schon Endgegner hier. Also so, wenn ich Scheunenfunde mache und sowas und so draußen rumfahre, fahre ich schon mal so ein bisschen Third Person, aber das ist für mich halt nicht so Racing, das ist mehr so, also Mario Kart fahre ich gerne so. Du brauchst das Buena Vistas Haus ganz links auf der Karte. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht, wa? Hier. Das, das wäre schon gut zu haben. Links. Unten bei dem Zipfel. Hier? Da? Der Zipfel da? Es ist, glaube ich, aber noch nicht auf der Karte, gell? Das soll ja auch. Ich werde es ja dann bestimmt sehen. Muss ich da einfach die Story spielen? Dann führt er mich bestimmt dahin. Soll ja auch 2 Mille kosten. Ich habe 1,5. Hab gerade eben für den Mercedes ein bisschen was gezahlt. In 400 Metern rechts abbiegen. Habe jetzt vor einer halben Stunde gecheckt, das mit diesem ganzen Boni oder sowas. Jetzt habe ich das Auto voll gebufft. Mehr XP, mehr Geld, mehr alles. Ich brauche eigentlich diese ganzen Boni nicht. Ich will nur fahren, weißt du? Level up, dieses Spinning ist halt. Okay, ist nett, aber ich will einfach nur fahren. Auf jeden Fall beste Abkürzung so. Und das Auto ist genau dafür gemacht. Also Buena Vistas Haus. Okay, danke dir für die Info. Dann, ich kenne das halt. Ich
Ich habe halt lieben, ich habe halt sehr gerne früher Ding gespielt hier. Test Drive Unlimited 1 und 2 war super. Bei nächster Gelegenheit. Oh. Bisschen Crew gespielt und das habe ich Teil 2 gespielt, das letzte. Ist schon krass die Übersicht in Third Person, ne? Also man sieht so viel, es ist schon so entspannter, aber das ist halt einfach, so sitzt man im Auto und das ist auch noch Racing. So ein bisschen schade, dass man das Cockpit ja nicht sieht, weißt du? Sonst ist ein so tolles Cockpit, schöne Autos. Andererseits kannst du sagen, das Auto von außen zu sehen ist ja auch geil. Dass man einfach so ein bisschen noch reales Feeling hat. Ganz bisschen. Wenn es einigermaßen hinhaut im Cockpit, schaut es schon elegant aus, wenn man das dann fährt. Rechts abbiegen. Nur das Lenkrad ist halt schwierig mit dem. Mit dem Controller. In 400 Metern. Rechts abbiegen. Okay. Für jedes Fahrzeug ein Schild. Alles klar. Rechts abbiegen. Dann hole ich mir die Schilder. Ich kenne nur diese XP-Schilder, das irgendwie so muss man 100 von denen sammeln oder so. Ich möchte ja bei Möglichkeit nicht überall irgendwie so fast travel, sondern wenn es wirklich so weit ist, halt so 17 Kilometer. Okay, das mit dem Blitz drauf. Ich habe mich jetzt heute nur auf diese Rennen konzentriert, weil ich finde einfach cool Racing. Nur Rennen gemacht. Mal schauen, wie schwer das hier ist. Oh, schon krass beschleunigt hier, ne? Oh, ola, 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 la. Das wäre eine böse Mauer gewesen. Oh nein, 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 nein. Oh, krass, die Kurve wieder, ey. Scheiße. So weggerutscht. Was ich mich daran gewöhnen kann, so ein bisschen. Man kann ja in die Kurve so reinfahren und so sliden, so ein bisschen wie Mario Kart, aber. Das habe ich da nicht so drauf. Jetzt gebremst hätte, wäre ich reingerutscht. Ich muss jetzt hier bremsen. Das geht zwar nicht. Schau, wie eng ist die Kurve hier. Scheiße, ich hab keine Zeit auf die Minimap zu schauen, wie die Strecke ist. Und oft ist im Cockpit die Streckenführung nicht so ersichtlich.
Und der andere mich jagt hier. Oh, Scheiße. Musste doch aber bremsen hier. Haarnadelkurve wild. Habe ich getroffen noch? Ja, getroffen noch. Da. Yes! Umso geiler, wenn man dann noch kurz vom Ziel überholt hier. Beste. Und? Oh ja, das... Ich habe am PC angefangen, aber bin jetzt auf der Series X. Nichts zählt uns jetzt noch auf. Ich bereite das nächste Horizon-Abenteuer für dich vor. Zum Glück konnte ich einfach weiterspielen. Ach du Scheiße, erstmal alle weg und dann nur das noch an. Alles schon gemacht hier, was ist das? Aber nicht gut geschafft. Bei nächster Gelegenheit wenden. Einfach halt Game Pass, super. Microsoft Xbox Game Pass, beste. Kann man ja die Games nicht zahlen, die alle da rauskommen. Danke dir, Pano. Wünsche dir eine angenehme Nachtruhe. Schlaf gut. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, cool. Ich selbst spiele auf PC. Game Pass habe ich auch, aber... Das Premium Bundle von Forza Extra, damit ich früher zocken konnte. Ah ja! gut so, schön. Das war ja wirklich lange vorher. Wenn die Sucht reinkickt, dann muss man sofort zocken. Das fühle ich. Danke dir, Smog. Ja, ich meine, es sind so viele Games rausgekommen, von daher war es jetzt nicht so schlimm für mich. Aber ja, bei nächsten Ford zum Motorsport oder Gran Turismo werde ich es halt auch so machen. Nach Möglichkeit, so viel wie möglich. Aber hier hat es echt gereicht. Die letzten Teil, den ich gespielt hatte, war Teil 2 und hat sich schon viel geändert zu Teil 2. Es ist aber auch Arcade-lastiger geworden. Es hat sich mehr so an Need for Speed, Drive Club und Burnout angenähert, was das Fahren angeht. Und das ist halt okay für das, was es ist, aber halt, wenn es meinen Füßen besser gehen würde, würde ich halt mit Lenker und Pedalen spielen.
Denn finde ich einfach geil. Auch wenn ich jetzt nicht der beste Fahrer bin, habe ich immer gerne gespielt. Gran Turismo, Forza Motorsport, Formel 1, Assetto Corsa so ein bisschen. Alles Mögliche halt mit Lenkrad. Eigentlich mehr so mit Motorhaubenansicht, aber die Cockpit-Ansicht ist echt gut gemacht hier. Bei manchen Autos sieht man halt nicht so viel, da kann ich halt umschalten auf die Motorhaube. So, wenn ich mal ein bisschen Action haben will, als Gaudi so ein bisschen komplett Stoßstange, das ist halt halber Shooter. Aber 3D irgendwie, also Third Person ist mir zu wild. Das ist mir zu Mario Kart oder GTA-lastig. Boah, okay, das wird schwer. Also das ist nicht ohne hier. Boah. Krasse Scheiße. Das ist eine wilde Strecke. So viel Speed. Darfst du überhaupt nicht bremsen? Dann musst du einmal bremsen und dann ist vorbei. Was magst du für eine, wie nennt man das hier, Art von Spielmodi am liebsten? Mir gefallen hat die Rennen sehr, sehr gut. Komm, kassieren wir einmal ab und dann fahren wir vielleicht nochmal. Und diese Rundstrecken oder ha, Moment. Dieses Apex-Ding, wie es hier halt hier heißt in dem Spiel. Ja gut, für Driften ist ja noch heftiger. Da kannst du ganz, ganz eng an der Bande rum dran fahren. Aber Driften ist halt gar nicht so meins, ne? Driften ist halt Endgegner, da bin ich gar nicht so Fan von. Aber so hat jeder seine Vorlieben. Und fürs Driften habe ich auch auf Third Person geschaltet. Ich bin einmal in Drifting gefahren. Du hast dein Ziel erreicht. Das ist schon übersichtlicher. Aber imagine, in echt können die Leute so geil driften. In First Person halt, ne? In echt halt. In diesem schnellen Start ist auch wild, hey. Kein Signal, nichts, los, go. Habe ich schon ein paar Mal den Start verpennt, weil ich immer auf irgendwas warte. Ein bisschen tue ich mich schwer mit dem Sehen, meine Sicht ist ein bisschen eingeschränkt. Ich nehme ja auch Tabletten und jede scheiß Tablette, die ich nehme, es wirkt auf den Sehnerv. Tablette nehmen macht eine Stunde einfach gefühlt 50% weniger sehen. Und dann kommen halt so brennende Augen, müde Augen, drehende Augen dazu. Und ich war Montag bei der zweiten Info, was Corona angeht, ne? Und seitdem ist das alles viel schlimmer, Augen, also Katastrophe, sage ich dir. Immer nur am Drehen und am tausender Blinzeln, nach dem dritten, vierten Blinzeln sehe ich erst was. Ist jetzt nicht das beste Autorennfahren zu fahren, man sollte nie blinzeln, aber ja. Ist halt jetzt die Zeit. Ich hatte immer Pech, was sowas angeht. Bei Forza Motorsport 5 oder 6 hatte ich meine Knie-OP. Bei irgendeinem Formel 1 hatte ich da meine Fuß-OP. Also Katastrophe.
immer wenn irgendwas kommt mit Rennen, habe ich irgendwelche Wehwehchen. Einfach frech, sag ich dir. Das ist Bad Timing, sag ich mal. Bisschen ist noch untertrieben. Immer, also das geht ja irgendwie noch weiter, aber ich habe versucht es zu verdrängen, die Geschichte. Deswegen fallen mir sie nicht alle auf einmal ein. Ja, aber ist wie es ist. Leben ist kein Wunschkonzert und kein Ponyhof. Oh nein, diese Kurve peile ich immer dann. Es hat schon. Oh, da muss ich einfach nur Gas loslassen und warten, dass die Kurve vorbei ist und voll einlenken. Die kosten mich jetzt die letzten. Okay. Was haben wir? Ich bin Vierter, oder? Vierter ist halt scheiße, sind immer Top 3, hey. Oh Mann. Uff. Ich zock jetzt schon eine ganze Weile hier. Oh. Und ich bin schon mehrfach total müde geworden, wollte pennen. Aber irgendwie. Ja, ne? Irgendwie. Show must go on hier. Nee, ich hab, der letzte Teil war der zweite. Zwei habe ich gespielt und jetzt. 2 und 5. Bisschen Unterschied hier. Einmal noch und dann würde ich die Story vielleicht ein bisschen weiterspielen. Wenn ich ein paar Sachen freischalte. Aber soll auch super gut gewesen sein, der vierte. Ich habe es auch nie mit dem Tune irgendwas gemacht. Ich habe einfach nur Auto gekauft und bin gefahren. Keine Ahnung, ob das Tune irgendwas bringt. Tun die anderen sich denn anpassen? Kann ich was tunen? Ja! Hey, das finde ich krass, Mock. Das war beim vierten nicht so, oder was? Du kannst hier mit jedem Auto jedes Rennen fahren. Ich kenne sowas gar nicht. Bei Gran Turismo oder sowas, was ich gefahren bin, musstest du immer so den Auto zusammenstellen für die einzelnen Events und du konntest halt nur mit der Klasse fahren. Sagen wir mal, nur S, nur C oder nur A und nicht mit allen. Das finde ich halt komisch. Aber vielleicht ist das halt dann mehr so arcade-mäßiger, keine Ahnung. Ich kenne mich in diesem Arcade-Bereich nicht so aus. Aber dass du jedes Event mit jedem Auto fahren kannst, gut, es gibt manche Specials, da geht es nicht, aber das ist echt strange. Normalerweise hat man sich immer ein Auto gekauft, hat es versucht ein bisschen herzurichten und dann ist man das Event gefahren. Was auch manchmal nervig ist, denn du musstest manchmal bei jedem Event ein Auto kaufen und dann wieder tunen und hinher, dann wieder versuchen. Irgendwann wurde das zu viel, aber es war trotzdem geil. Und du sagst, es war im vierten Teil nicht, okay? Und ich habe auch gesehen, es gibt hier so Boni, also so kriegst 20% XP mehr fürs Rennen oder so. Und das war anscheinend beim vierten Mal das so, dass du diese Boni komplett hattest, immer wenn du das hattest. Dieses nur autospezifisch.
Und es ist halt heftig, wie viele Autos du hinterhergeschmissen kriegst. Also du kriegst halt einfach 100 Autos geschenkt. Keine Ahnung. Sondern wenn ich so ein Event fahren muss, habe ich kein passendes. Ah, juckt, juckt, juckt. Scheiße, das mache ich, das habe ich versaut gerade. Nicht so aufgepasst hier. Ist so schlimm. Ich will die Story weiterfahren, damit ich spielen, damit ich Ding kriege. Das Haus. Spielst du mit zurückspulen? Ich finde das Zurückspulen ein bisschen merkwürdig. Es ist schon sehr modern in letzter Zeit geworden, in den letzten 10 Jahren. Aber irgendwie ist es dann, nimmt dann noch einen Teil vom Realismus weg. So ist natürlich ärgerlich, du musst mal wieder anfangen und musst vielleicht die Strecken lernen, aber ja. Ist egal. Kein Bock mehr jetzt hier, das